Gefällt es euch nicht, dem Herrn zu dienen? So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Gefällt es euch nicht, dem Herrn zu dienen? So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Gefällt es dir nicht? Dann lass es doch. Du musst nicht Gott dienen, um auf Erden leben zu dürfen. Mit Gebeten, Arbeit, Glauben, Missionieren, hier zur Andacht kommen, Gott dienen, ist total unnütz. Das ist nicht dienen. Christ ist man nicht nebenbei, auch nicht auf einem christlichen Arbeitsplatz oder in einer Ausbildungsstelle mit christlichen Inhalten. Auch nicht nur, weil man zu Gottes Volk gehört, weil man sagen kann, dass Gott die Welt geliebt hat und seinen Sohn gab. Diese Sage wäre ein falscher Trost, denn Christ ist man im beständigen Empfangen und in Christus mit Haut und Haar. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Mit Gebeten, Arbeit, Glauben, Missionieren, Gott dienen unnütz. Gott dienen im Gebet, auf der Arbeit, im Glauben. Herrliches Vorrecht. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Ein König sucht Gott. Eines Nachts hört er ein schweres Getrampel auf seinem Haus. Er steht auf, guckt raus und sieht dort oben seinen Freund, der auch Gott sucht. Und er fragt ihn, was machst du dort oben auf dem Dach? Der Freund sagt, ich suche Kamele. Ach, sagt der König, was für ein törichtes Ansinnen, Kamele auf einem Dach zu suchen. Ach, sagt der Freund, was für ein törichtes Ansinnen, Gott auf dem eigenen Thron zu suchen. Im neutestamentlichen Bund ausgedrückt, Jesus Christus genügt. Genügt uns, Jesus Christus? Gefällt es euch?